Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte nur ganz kurz noch mit ein paar Infos live gehen für morgen. Und zwar, ich habe jetzt die Manifestationsparty ausgeschrieben. Und zwar ist es eine Party, aber eine Party der anderen Art. Und zwar geht es wirklich darum, dass wir uns treffen. Ich werde zusammen fassend noch ganz, ganz wichtige Dinge euch erklären, worum es geht. Manifestieren ist ja im Prinzip, hallo Jasmin, hallo Kasse, manifestieren ist ja im Prinzip, das zu dir holen oder dich zu dem bringen, je nachdem aus welcher Perspektive du es siehst, zu dem, was du haben möchtest, ja. Also was du für ein Leben eigentlich haben möchtest. Es geht darum zu sagen, mir fehlt das in erster Linie, um überhaupt herauszufinden, hallo Simone, wo deine Bedürfnisse sind, ja, was die große Frage ist, die du dir vornehmen kannst, ist, was ist nicht so, wie ich es will? Was will ich anders haben? Und dann ist die nächste Frage, wenn ich es anders haben könnte, wie hätte ich es gerne? Ja? Also das ist mal der Schlüssel. Da kannst du mit diesen zwei Fragen, kannst du dich auf morgen Abend, 9 Uhr, in Zoom, kannst du live dabei sein, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten, weil das ist wichtig. Weil nur wenn du weißt, was du nicht willst, kommst du darauf, was du eigentlich wirklich möchtest. Und ich werde dir genau erklären, was die Stellschrauben sind, was die einzelnen Punkte sind, worauf es ankommt, was für ein Bewusstsein als Schöpfer du haben musst, damit du dir Dinge erschaffen kannst. Ja? Du musst Schöpfer sein, damit du erschaffen kannst, damit du kreieren kannst. Weil wenn du kein Schöpfer, kein Erschaffer, kein Kreator bist, sondern ein Hinnehmiator und ein Fremdbestimmtiator, da kannst du nicht gleichzeitig ein Kreator sein, jemand, der manifestiert, jemand, der Dinge hier in unsere physikalische Form bringt. Ist logisch, oder? Und viele von uns versuchen immer wieder irgendwie aus dem Bewusstsein eines Opfers oder eines Verlierers oder eines Sünders, das ist auch noch ganz, ganz schlimm in unserem kollektiven Bewusstsein, plötzlich zum Schöpfer zu werden. Und dann bist du aber nichts anderes wie ein Verlierer, der versucht, ein Gewinner zu sein. Ja? Kennst du so Leute, oder? Das sind ja die Leute, die uns irgendwie so ein bisschen komisch aufstoßen, oder? Diese Möchtegerns, die Poser, die sich Darsteller, upsie, was habe ich denn da? Oder das sind genau diese, die Möchtegern, ist genau einer, der es halt nicht so gerne ist. Hallo Alexandra. Oder, und jetzt darfst du dich entscheiden, möchtest du ein Möchtegern sein, der versucht, irgendwo erfolgreich zu sein oder eine tolle Beziehung zu haben, ein cooles Business zu haben, oder möchtest du wirklich jemand sein, der das hat, respektive der das ist. Und das hört sich so an, ja, ja, klar, logisch, aber das ist ein entscheidender Unterschied. Das ist ein entscheidender Unterschied, wie du denkst, wie du fühlst und wie du handelst. Ein Möchtegern handelt anders. Hallo, Alexandra. Ein Möchtegern handelt anders, der führt sich anders auf, der fühlt anders, der kommt anders rüber, als einer, der schon in dem Bewusstsein ist, dessen, dass er erfolgreich ist, dessen, Dankeschön, dessen, dass er das Leben liebt, dessen, dass er die Zügel in der Hand hat. Ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und in dem Sinne gibt es noch ganz, ganz viele andere Punkte, die wichtig sind. Und wo ich dir morgen auch erzählen möchte, was meine andere Herangehensweise ist. Ja, die meisten Menschen und auch ich habe das lange genug gemacht,
habe immer gesucht, was muss ich verbessern, was muss ich ändern, was muss ich anders tun, was muss ich anders denken. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, wer musst du anders sein? Hast du auch schon gehört? Aber jetzt geht es im nächsten Schritt darum, gut, was bedeutet es für mich tatsächlich in der Umsetzung? Wie kann ich denn jemand anders sein, wenn ich mein ganzes vergangenes Leben ja die und die und die Person war? Wie kann ich denn jetzt plötzlich jemand anders sein? Und das möchte ich mit euch morgen anschauen und an ganz, ganz konkreten Beispielen euch erklären, was ihr für Fähigkeiten habt, wenn ihr plötzlich kapiert, wer ihr wirklich seid. Das ist ja mein Slogan. Finde heraus, wer du wirklich bist. Werde gesund, weil das ist die Grundvoraussetzung, dass du überhaupt das Leben genießen kannst. Und dann natürlich finanziell dafür belohnt, du selbst zu sein. Warum auch nicht, ja? Die meisten denken, ja, das geht ja nicht, das ist nicht möglich, das kann man nicht sein. Aber wir können alle finanziell dafür belohnt werden, wir selbst zu sein, wenn wir anfangen, die Welt anders zu verstehen, die Welt so zu verstehen, wie sie wirklich ist und nicht zu glauben, nein, das geht nicht, man wird nicht finanziell dafür belohnt, sich selbst zu sein, man wird finanziell für einen Job belohnt, für ein Angebot belohnt, man wird finanziell belohnt, dass man seine Zeit verkauft. Und ich sage, kannst du glauben? Aber du kannst auch was anderes glauben. Und wenn du weißt, wer du wirklich bist, fällt es dir eben leicht, was anderes zu glauben. Genau. Also ich hoffe, dass das 9 Uhr morgen Abend eine gute Zeit ist für alle. Ich habe jetzt mal alle Zeiten so hin und her mal ausprobiert. Jetzt probiere ich es mal mit später am Abend. Ist nicht so mein Ding. Also es ist nicht so meine Ususzeit, 9 Uhr abends, aber ich möchte halt, dass ganz, ganz viele dabei sein können und dass ganz, ganz viele davon profitieren können und ganz, ganz viele ihr Leben und sich selbst transformieren können, weil niemand muss krank sein, niemand muss es schwer haben, niemand muss leiden. Echt nicht. Ich habe es rausgefunden. Ich habe auch gedacht immer, ich wäre dazu verdammt, irgendwie so ein armer Hase zu sein. Aber die Leute, die mich jetzt sehen, die wissen gar nicht, dass ich kein armer Hase mehr bin. Aber ich weiß es. Und darauf kommt es wirklich drauf an, dass es für dich klar wird, wer du wirklich bist. Dass es für dich das gute Gefühl gibt. Dass es für dich, dass du dir so vieles erlauben kannst, was du dir bis jetzt vorenthalten hast, weil du dachtest, es hat schlimme Konsequenzen. Hi, Katrin! Ich hoffe, du kannst morgen dabei sein. 21 Uhr ist ganz schön spät, ich weiß, aber vielleicht können ja dann viele dabei sein. Also, ich poste den Link nochmal unten zum Zoom-Raum. Einfach draufklicken, machen, was dein Gerät dir sagt und schon bist du da und wir sehen uns morgen Abend um 9. Alles klar, bis dann. Tschüss.